Das Rauchermännchen ist ja eigentlich aus der Zeit gefallen. Alte, weiße Männer beherrschen schon viel zu lange die Welt. Rauchen ist schlecht für die Gesundheit, und Holz fehlt irgendwie die moderne Attitüde. Und doch bedient der Kerl mit der Pfeife eine Sehnsucht nach der Gemütlichkeit von gestern. Gerade jetzt. Holzfiguren und Holzspielzeug sind alles andere als auf dem Holzweg und finden begeisterten Handwerkernachwuchs. Manuel Mehlhorn fuhr, um mal mittendrin in der Drechselwerkstatt zu sein, ins Erzgebirge, in die Traditionsstadt Seifen, beginnt aber auf dem Striezelmarkt in Dresden. Raffaela Haude ist im dritten Lehrjahr zur Holzspielzeugmacherin. Das wird ein Tannenbaum, die werden so leicht sticklig. Und den kann man dann, manchmal verschenken wir sie oder geben sie an die Kinder. Das ist einfach nur, ja, hier etwas zum Zeigen. Hier auf einem der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands präsentiert Raffaela Haude Handwerkskunst aus dem Erzgebirge. Räuchermänner und Nussknacker aus ihrem Betrieb gibt's hier natürlich auch. Ein begehbarer Schwibbogen und eine über 14 Meter hohe Pyramide. Jedes Jahr kommen rund 2 Millionen Besucher hierhin. Viele interessieren sich für das Schaudrechseln und die Ausbildung zur Holzspielzeugmacherin. Am Anfang wusste ich auch nicht, dass dieser Beruf existiert. Ich wurde dann mehr oder weniger drauf gebracht, weil es einfach alles das, was ich gern in meinem Beruf haben wollte, vereint. Das Arbeiten mit Holz, dieses Filigrane, das Malen und das Zusammenbauen. Das hat mir gefallen. Seifen im Erzgebirge Ende November. Die Vorbereitungen auf das Weihnachtsgeschäft laufen auf Hochtouren. Raffaela Haude und ihre Kolleginnen leimen Weihnachtsmänner und drechseln Schneemänner. Bereits fertig der sogenannte Äppelkriebs, ein Kerzenhalter, den die 20-Jährige selbst entworfen hat. Ihr Chef Tino Günther ist begeistert. Der sieht ja gut aus. Das sieht ja richtig, richtig gut aus. Und du willst aus diesem Leuchter jetzt dein Gesellstück machen? Ja, das hatte ich mir so vorgestellt, weil ich ja Pyramiden so mag. Ja. Man könnte den ja super als Mitte für eine Pyramide nehmen und dann die Flügelräder oben, ja, könnten von so einem Baum die Blätter sein, dass man schön herbstlich gestalten. Im Sommer kommenden Jahres wird Raffaela Haude fertig ausgebildete Holzspielzeugmacherin sein. In ihrer Berufsschule gibt es mittlerweile 2 Klassen, weil die Zahl der Auszubildenden in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Gab es jahrzehntelang nicht. Im Gegensatz, es gab Jahre, da war es richtig, richtig schlecht gestellt um unseren Nachwuchs. Und die Ausbildung war gefährdet. Und das konnte jetzt alles gerettet und gesichert werden. Noch vor knapp 6 Jahren hatte die Branche nur 6 Auszubildende pro Lehrjahr. Mittlerweile sind es fast 3-mal so viele. Offene Stellen gibt es nicht mehr. Das gestiegene Interesse erklärt sich der Berufsverband damit, dass vieles immer digitaler wird. Da ist unser Beruf ein sympathischer Gegentrend, finde ich, weil wir eben arbeiten mit Herz, mit Hand, mit Kopf und mit dem Zusammenspiel von dem Ganzen. Und wir haben ein sinnliches Produkt, also wir können das mit allen Sinnen erfahren, wir können das Holz riechen, wir können das fühlen, wir können ein Produkt von Anfang bis Ende komplett entwickeln, fertigstellen. Zurück auf dem Dresdner Striezelmarkt. Raffaela Haude drechselt hier nicht nur, sondern berät auch Kunden. Heide Luhn aus Hamburg hat Probleme mit den Flügeln ihrer Holzpyramide. Die Fassungen, das ist ja, sag ich mal, das Blatt und dann ist hinten dieses kleine, genau, Nupsi dran. Genau. Das können Sie nicht drehen. Nein, weil das Nupsi eingeklebt ist. Raffaela Haude vermutet, dass sich das Holz verzogen hat, weil die Kundin ihre Pyramide das Jahr über auf dem Dachboden lagert. Bis zum 23. Dezember wird Raffaela Haude jetzt jeden Tag auf dem Striezelmarkt stehen. Für sie als Weihnachtsfan sei das die schönste Zeit des Jahres, sagt sie.